Keine Sorge, das hier ist kein Bild von einem Unfall. Ganz im Gegenteil, der Fahrer dieses Busses ist mit voller Absicht ins Wasser gefahren. Die Frage ist nur, warum? Wir haben uns diesen seltsamen Wasserbus mal ganz genau angeschaut. Wir haben uns mit den Busbesitzern in Hamburg verabredet. Der Anker vorne fällt uns gleich als erstes auf. Hallo. So einfach kommen wir aber nicht rein in den geheimnisvollen Schwimmbus. Erst muss eine Art Gangway ausgefahren werden, wie bei einem Schiff. Dann dürfen wir an Bord. Innen entdecken wir sofort den Rettungsring. Aber erstmal fühlt es sich an wie ganz normales Busfahren. Dabei ist dies ein Amphibienfahrzeug. Eine 750.000 Euro teure Spezialanfertigung. Ab Mitte April fährt der Riverbus Touristen durch Hamburg, zu Land und zu Wasser. Der erste Amphibienbus in Deutschland. Im Moment macht er aber nur Testfahrten. Unser Busfahrer ist ein waschechter Kapitän. Bis vor kurzem war er auf Hochseejachten und Schleppern tätig. Das Kapitänspatent ist Pflicht, wenn man einen Schwimmbus fahren will. Für mich, der ich ja nun auf dem Wasser aufgewachsen bin mit segelnden Eltern, war der Busführerschein und das Busfahren auch was Neues. Und insofern für mich die größere Herausforderung als alles, was auf dem Wasser passiert. Hier ist die Rampe, um ins Wasser zu kommen. An anderen Stellen ist das nicht erlaubt. Ich muss jetzt unser Fahrwerk runterfahren, nach unten, sodass wir dann, wenn wir im Wasser sind, die Räder so weit oben wie möglich haben, was den geringstmöglichen Wasserwiderstand bedeutet. Der Schwimmbus wassert an der Rampe in Entenwerder, Pontonanlage Norderelbe. Diese Ansage muss Kapitän Mahlstedt machen, damit der Schiffsverkehr auf der Elbe informiert ist. Und dann geht der Bus baden. Also man könnte ja in die Versuchung kommen, das Steuerrad in die Hand zu nehmen und zu glauben, dass man damit nun steuern könnte. Dem ist allerdings nicht so. Gesteuert wird im Wasser mit diesen Joysticks. Der Amphibienbus fährt mit Jetantrieben und die funktionieren nach einem einfachen Prinzip. Wasser wird aus dem Fluss angesaugt und wieder ausgestoßen. Der Wasserausstoß treibt den Bus nach vorn. Zum Rückwärtsfahren wird mit Hilfe einer Klappe einfach die Richtung des Wassers geändert. Etwa 13 Stundenkilometer erreicht der Bus im Wasser. Unsere Reporterin darf einmal Vollgas geben. Ausnahmsweise, einmal darf ich. Das, mit ja. Gefühl ganz nach oben. Mit Gefühl ganz bis zum Anschwer. Wie fühlt sich das an, Claudia? Toll. Ja, okay, gestartet. Aber wieso dringt eigentlich kein Wasser ein? Das erklärt uns Kapitän Mahlstedts Geschäftspartner. Dieses Schiff hat einen Schwimmkörper, wie jedes Schiff. Das ist geschweißt, das ist mit Rissprüfungen geprüft worden. Anders ausgedrückt, es ist eigentlich kein Bus, der schwimmt, sondern ein Schiff, das an Land fahren kann. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja genau, jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.